Hey, Nanes hier. Schön, dass du in diesem Video dabei bist. Ich möchte dir heute das Leben ist gut von Lentgold auf der Gitarre zeigen. Und das ist Teil 2 der Videoserie zu dem Song. Und ich zeige dir heute Folgendes von dem Song. Refrain und Bridge. Refrain. Und die Bridge. Also starten wir mit dem Refrain natürlich. Und bevor wir loslegen, möchte ich dir aber ans Herz legen, mal in der Videobeschreibung zu schauen. Da findest du alles, was du brauchst zum Thema Gitarre lernen, nämlich meinen kostenlosen Crashkurs, egal ob elektrische oder akustische Gitarre, ist ganz egal. Da findest du alles, was du brauchst, um in den Einstieg in die Welt der E-Gitarre oder akustischen Gitarre hinzubekommen. Und jetzt legen wir los. Das Ganze startet mit einer leeren E-Saite. Und das war's auch schon. Nee, Spaß beiseite. Das Ganze geht dann los mit dem Ringfinger im vierten Bund auf der G-Seite und den Mittelfinger im dritten Bund auf der H-Seite. Also leere E-Seite. Du kannst auch so reinrutschen ein bisschen, reinsliden. Steckst dann viermal an. Und nicht nur die G- und H-Seite, sondern auch noch die hohe E-Seite dazu. Dann rutschst du einfach einen Bund tiefer, danach noch einen Bund tiefer und danach noch einen Bund tiefer, bis du letzten Endes nur noch mit dem Ringfinger greifen musst und die leere H-Seite schwingt. Also. Und dann wanderst du wieder hoch. Also nochmal, leere E-Seite. Ein Bund tiefer. Noch ein Bund tiefer. Noch ein Bund tiefer. Und wieder hoch. So, wie häufig schlägst du das jetzt an? Wie gesagt, die ersten, erstmal die leere E-Seite einmal und dann hier viermal. Zwei, drei, vier. Dann der nächste Griff. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nächster Griff. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nächster Griff. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann einmal, zweimal diese rückwärts, dieser Rückwärtsgang. Und dann wieder eins. Wenn wir dann wiederholen, spielen wir zuerst die hohen Töne, dann die tiefe Seite. Zwei, drei, vier. Zwei, zwei, sechs. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, fünf. Und dann kommen ein paar Dead Notes. So, das Ganze nochmal schön langsam für dich zum Mitzählen. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, 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 zwei, drei, vier. Eins,
sondern 4 Dead Notes. Und wenn du diese Dead Notes machst, schon vorbereiten, dass du danach sofort die leere E-Seite wieder spielst. Und jetzt geht's ganz schön hoch. Muss mal gucken, dass ich die Klampfe jetzt in Position bringe, damit man das noch gut sehen kann. Ganz schön hoch, im Idealfall auf einer Stratocaster-Form wegen des Ausschnittes hier ganz gut zu spielen. Musst du mal gucken, wie es bei deiner Gitarre aussieht. Ich hüpfe nämlich jetzt hier mit dem Zeigefinger in den 15. Bund auf der H-Seite. Hier beim Doppelpunkt noch weiter, 3 Schritte nach oben. 1, 2, 3. Dann den Mittelfinger in den 16. Bund auf der G-Seite und den Ringfinger in den 18. Bund auf der D-Seite. Schlägst du, wie gesagt, hier 1, 2, 3, 4, die leere Seite an und dann viermal diesen Akkord. Das ist auch ein E-Akkord, ein E7-Akkord. 1, 2, 3, 4 und dann greifst du jetzt hier mit dem Daumen. Ich mache das gerne hier. Musst du nicht, kannst du aber im 14. Bund auf der dicken, tiefen E-Seite. So ein Jimi Hendrix-Griff mit dem Daumen und dann im 16., 15. und 14. Bund auf der D, G und H-Seite. Auch 6-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich schlage auch noch die leere E-Seite an und die A-Seite ist dabei gedämpft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann hier ein. Das ist ein A-Moll-Griff, nur eine Oktave höher. Zeigefinger im 13. Bund, Ringfinger im 14. Bund und Mittelfinger im 14. Bund auf der D, G und H-Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt hier ein E-Dur-Akkord. 14. Bund D-Seite, 13. Bund G-Seite, 12. Bund H-Seite. Aufpassen, dass hier die A-Seite nicht mitklingt. Die dämpfe ich hier mit dem Ringfinger ab. Und sonst darf aber alles klingen. Auch 6-mal. Also. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach der Wiederholung runter ins Slide wieder Richtung Intro. Und Strophe und so weiter. Nochmal der ganze Refrain jetzt am Stück, schön langsam. Das war Refrain, der Refrain, die beiden Parts davon. Es gibt jetzt nach dem zweiten Refrain, geht es nicht rüber wieder in die Strophe, sondern in die Bridge. Und zwar kommen wir dann hier bei der, ich spiele den Refrain bis dahin nochmal, den zweiten. Sorry.
Scratch. Schön mit dem Plektrum über die tiefen Saiten hier kratzen. Und dann neunter Bund. So, kann man das hier wieder gut sehen. Neunter Bund, E-Seite, A-Seite und elfter Bund, D- und G-Seite. Und die leere H- und E-Seite. Alles ein Bund tiefer, also 8. und 10. Bund. Und dann geht's rüber in, also das macht man einmal. In den E7-Kreuz-9-Akkord, geiles Ding, Jimi Hendrix-Akkord, sagen auch viele zu. Ringfinger, Mittelfinger in den 7. Bund auf der A-Seite, Zeigefinger in den 6. Bund auf der D-Seite und den Ringfinger in den 7. Bund auf der G-Seite und den kleinen Finger in den 8. Bund auf der H-Seite. Dann schlage ich erst die leere E-Seite an. Wieder rüber ins Riff rein. Zu dieser Anschlagstechnik bei dem E7-Kreuz-9-Akkord. Wie gesagt, erst die leere E-Seite. Und da wird ganz viel mit Schlagen und Dead Notes im Wechsel gemacht. Die Dead Notes erzeuge ich, indem ich hier locker lasse. Ich verlasse nicht die Saiten, sondern ich lasse einfach nur locker. Die Saiten sind einfach jetzt dann gedämpft und ich bin auch mit der Handkante auf den Saiten. Also komplettes Dämpfprogramm. Funky. Ich spiele noch mal die Bridge komplett. Wiederholung. Und dann geht's nach dem ersten Mal ins Intro rein. Am Schluss ist die Bridge länger. Prinzip her, aber das Gleiche. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, du hast da genauso viel Fun bei wie ich. Ich denke, es sind
viele unterschiedliche Sachen, die du hier machen musst. Ne? Einmal hier unten spielen, dann hier ganz weit oben. Dann passiert viel im Anschlag. Bei dem Song geht es wirklich viel um Rhythmus, als jetzt wer weiß, was für komplizierte Griffe zu machen. Deswegen, ich würde mich mal interessieren, wie kompliziert oder schwierig ihr diesen Song zu spielen findet. Packt das ruhig gerne mal in die Kommentare rein. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kann euch an dieser Stelle nur noch mal empfehlen, in der Videobeschreibung zu schauen. Da findet ihr einen Link zu meiner Band. Da findet ihr aber auch viel wichtiger den Link zu meinem kostenlosen Crashkurs, der euch helfen wird, Tutorials wie dieses auf einer E-Gitarre oder auch Tutorials oder was auch immer du auf einer akustischen Gitarre lernen möchtest, gut zu meistern. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!